Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. So, also ich sehe ja schon wieder dieses Problemchen, ja. Das habe Wo ich. waren wir denn letztes Mal stehen geblieben? Na, ich habe mich noch um die Melonen- und Kürbismaschine gekümmert. Das werde ich auch weiter tun. Die soll ja fertig werden. Und Und ja, darum kümmere ich mich jetzt. Und was du? hat ich gemacht? Weiß ich nie. Ich weiß ja nicht mehr, wo du bist. Ne, ich bin hier in der Sortiermaschine, weil die letztes Mal kaputt. Ach ja, dann musstest du die wahrscheinlich noch reparieren. Na, dann guck mal, ob es jetzt geht. Da testest du das und ich baue das Ding hier weiter. Ja. So, ich habe schon mal ein bisschen den Testaufbau verändert, beziehungsweise wieder so gemacht, wie er früher mal war. Ich habe es wieder so gebaut, wie ich es ursprünglich hatte, bevor wir das hier, bevor ich dann gedacht habe, ah, machst du es schön klein. Geht ja aber nie wegen dem Wasser. Und dem Verzögerungsdingensbumsen. Also werde ich das jetzt wieder so hier bauen und dann sollte das eigentlich schon passen. Das wollte ich euch jetzt nur zeigen, dass ich das schon mal in der Testvariante da drüben gebaut habe. Und jetzt werde ich das hier noch umsetzen. Als erstes werde ich natürlich das Wasser entfernen. Wasser ist immer schlecht beim Bauen. So. Minze. Ja. Das braucht man immer, das braucht man immer. So. Dann kann ich jetzt hier reingehen. Jetzt muss ich nur gucken. Ich glaube, ich muss mir jetzt hier einen neuen Gang basteln. Ja. Warum? Hier muss Wasser hin. Ach nee, hier muss dann so ein Block hin. Zack. Genau. Und hier. Zack. Und dann mache ich mir halt hier den Weg. Ja, Wurst. So. Genau so machen wir es. Jetzt muss ich natürlich schauen, wie ich das mit hier mache. Haha. Das wird ja jetzt witzig. Ah, da finde ich schon eine Lösung. Da finde ich was. So, damit Achso, ich. du bist ja außen, draußen. Du Was? Ich bin drin. bist drin? Ich bin jetzt nie draußen. Ich dachte, Also, du bist in der ich bin. Testanlage. Nee, bin ich nimmer. Ich wollte es den Leuten nur zeigen, was ich gemacht habe. Okay. So, hier, da die Fackeln jetzt hier außen dran sind, muss das hier hinten natürlich auch verschoben werden. Und dann machen wir das einfach so. Guten Tag. Hallo. So, da. Ja, das sieht schon cool aus hier hinten, hä? So. Jo. Oh. Ach ja, genau. Ich kann ja einfach den Strang hier nehmen. Ja, das sieht das ja auch geklärt. So. Da wäre das ja auch schon wieder easy. So. Da haben wir das eigentlich schon umgebaut. Theoretisch gesehen könnte ich das doch jetzt schon testen. Ja, das probiere ich mal aus. Der Knopf ist ja erstmal hier hinten. Ist der Graue überhaupt noch hier? Nö, gut. Na doch, ich bin über dir. Ach so. Der Testknopf ist erstmal der. Das wird der Knopf für die. Ist schon. Na? Ja. Ach so. Vielleicht sollte ich auch erstmal Wasser reinfüllen. Na, jetzt hat man ja wenig gesehen. Außerdem ist das falsch rum. Die müssten doch jetzt durchgehend an sein. Ah, ja, das ist auch noch ein Problem. Die Ja, müssen müsste doch. durchgehend an sein. Die Dinger hier. Deswegen werde ich hier. Also, die. Ah, nee, das war jetzt wieder blöd. Was Zack. müsste, hä? Die Dino. Die. Jetzt hat sich was bewegt? Ja. Ja, jetzt ist es oben. Genau, das muss oben sein. In der Zeit. Und wenn ich das jetzt hier anschaufle, geht's runter. Aber bleibt natürlich nie unten. Ja. Gut, da muss ich mich nochmal kurz hier, übergeben, wollte ich gerade sagen, was überlegen. Ja, das kannst du auch machen. All Dann übergebe dieweil, dich. ja, ich übergebe mich. Nicht. Ach so, natürlich muss ich hier das hier auch noch setzen. Ja, ich probiere das noch mal aus. Bleibt das jetzt länger unten? Du, ich bin gerade mitgekommen. Ach so. Dit ist natürlich doof. Hä, sieht das jetzt doppelt bewegt? Jetzt muss ich noch mal checken.
Na? So. 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 Ja. Ja. So sollte es gehen. Ich guck's mir lieber nochmal draußen an. Und dann setze ich das einfach mal mit Wasser zu. Ja. Ja. Jawohl, das sieht doch ganz gut aus. So, jetzt kann ich das hier natürlich mit Stein zumachen und hoffe, dass das jetzt hier keine Auswirkungen hat. Das gucke ich mir lieber nochmal an. Zack. Nö, hat keine Auswirkung. Sehr schön. Dann kann jetzt dort Wasser rein und dann können wir nochmal einen Test starten. Mit Wasser. Zack, zack. So, wieso ist denn das jetzt so schief da drin? Ach so, weil Kolben ist, ja. Hm, Pech. So, dann hier runter und glotzen. Glotzen, ob's geht. So. So. Oh, nee. Ah, ich verstehe. Oder verstehe ich das? Nicht. Das Ding muss doch sofort runtergehen. Ah ja, das ist ja das Problem. Ja. Yep. Ich muss die Dinger hier wieder wegzaubern. Weil sonst ist der Wasserfluss wieder doof. Das hier kann bleiben. All die Weil das so ist. Nee, das muss ja bleiben, weil sonst ist das hier verzögert und das will ich ja jetzt nur auch nie. Wer will sowas schon? So. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, jetzt fließt es richtig. Sehr gut. Scheint ja jetzt zu funktionieren. Ich glaube, wir haben es. Jetzt probiere ich das noch aus, indem ich hier... Wie hieß die? Hacke? Hacke? Hackelschorsch? Hacke? Eisenhacke. Ja, natürlich nehme ich eine Diamanthacke. Ja. Na klar. Oh, jetzt habe ich mich irgendwie ein bisschen verrenkt. Und dazu brauche ich noch Kürbis auf der einen Seite und Melone auf der anderen. Und Melone auf der anderen. So, zack. Puh, kompliziert. Dann hacken, 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 hacken. Hacken. Und säen, 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 säen. Hacken, 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 hacken. Säen, 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 säen. Säen, säen, säen. So, hätten wir das ja auch wieder geklärt. Jetzt muss es wachsen, das Zeug. Das ist jetzt nur noch wichtig. Ja, das wäre jetzt das Wichtigste. Leider fließt hier kein Wasser, aber es sollte trotzdem gehen. Ich probiere es mal mit Knochenmehl, ob wir das ein bisschen beschleunigen können, weil ich würde das ja gerne mal ausprobieren, wie die dann funktioniert. Und da will ja der Kraui bestimmt dann auch mal dabei sein. Ja, ja, ich schaue bloß gerade, ob das hier alles so funktioniert. So. Das ist schon mal gut gewachsen hier. Irgendwo in dem Weg stehen. So. So. Okay. Die Sträucher stehen erstmal. Ich setze jetzt einfach Kürbis dort drauf. Weil bis das hier gewachsen ist, da ist ja auch Buxtehude wahrscheinlich. So. Und auf der anderen Melonen. Natürlich müssen wir das dann testen, ob das dann auch wirklich wächst. Aber erstmal für den eigentlichen Test eigentlich ganz cool. Aber nee, ich würde sagen, bevor wir das testen, würde ich den Strang noch ziehen wollen. Welchen? Na, wir müssen ja noch zum Blumentopf den Mechanismus starten. Ach so, ja. Weil wenn ich jetzt da reingehe und da sehe ich nichts, das ist ja jetzt auch nie schön. Ich will das ja auch sehen. Du bist gerade dort unten irgendwo? Bist du in den Bergbuden oder sowas? Nee, ich höre die Trichter entlang. Ah, die Trichter. Okay. Das ist jetzt halt das, was ich mache. Aha. So. Wie mache ich das denn jetzt? Ich muss jetzt ja irgendwie da rüberkommen. Und wahrscheinlich muss ich mich tief runtergraben. Die Frage ist natürlich, wo könnte ich denn rauskommen? Eigentlich wäre es ja cool, wenn ich bei den Trichtern irgendwie mit rauskomme.
Jo. Weil. Und so. Zack. Fackeln. Fackeln. Habe ich doch gerade genommen. Zack. So, hier schön alles Redstone-mäßig bauen. Ja. Wo könnte man uns jetzt treffen? Ja, super. Hier komme ich ja gut raus. Da bin ich ja hier in meiner vor allem in der Höhle. Eigentlich muss ich doch hier bloß mal quer rüber irgendwie. Und dann ist ja hier drüben die ganze Trichtergeschichte. Ja, so ist das nun mal. Die Trichtergeschichte ist hier irgendwo. Hier im Sande. Ich dachte hier. Na, Ah! hier unten, wenn du jetzt Hier, ich hier sehe sie. Ich habe reingehst, sie hier. siehst. Ja. Ich stehe genau drin. So, und der Trichter, gehen die zu. Was ist denn das hier? Was? Daran kann ich mich schon wieder nicht mehr erinnern. Hier sind ein Haufen Repeater. Na, hat das nicht mit der Dienstleistung zu Das tun? sollte auch irgendeine Wartezeit sein, aber ich weiß nicht mal, was wir hier gemacht haben. Keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht mehr. Naja, Wurst. So. Ja, ich würde es gern hier lang schieben. Wo sind wir jetzt hier? Ach so, das ist das hier. Da kommen wir dahin. Und wo? Und wie komme ich von hier zu den Knöpfen? Das muss doch hier irgendwo drüber liegen. Hier. Ah. Hier bin ich am Schaltergerinnsel. Und das muss ich ja eigentlich bloß irgendwie abzweigen hier. Und dann einfach weiterbauen. Ja. Total easy. Haha. Weil ich genau hier ja auch so ein Teil gesetzt habe. Mit dem würde ich einfach hier durchgehen. Hier irgendwie an der Seite runter. Zack, zack. Und dann aber hier lang. Aber da baue ich lieber noch ein Stück nach unten, weil ich nie weiß, wie ich sonst die Trichter in dem Moment beeinflusse, obwohl das ja nur ein kurzer Impuls ist. Da wird schon nichts passieren. Ich weiß nicht, irgendwie kommt hier das Zeug wieder nicht an. Ich glaube. Tja. Dann ist irgendwas falsch. Sind die Truhen gefüllt? Na, die Trichter sind alle gefüllt, ja. Ja, oder es ist wieder mit Eiern überfüllt? Ne, sind dort keine Eier da. Wie sind keine Eier da? Naja, die Eier im Trichter, aber es sind sonst keine in der Kiste nicht. Okay. Läuft die Glock? Ja. Na, das muss ich mir dann später mal angucken. Ich will jetzt erstmal das hier fertig machen. Das ist ja jetzt auch mal endlich mal Zeit. So, hier gehen wir einfach noch einen runter. Nein, jetzt habe ich einen Trichter zerstört. Jetzt ist er wieder da. Ja. Hier muss ich kurz für mich runter. Und da kann es hier wieder hochgehen. Und dann bauen wir das hier mal zu. Jetzt muss ich halt hier irgendwie weiter runter gehen. Und dann muss ich irgendwie dahinter kommen. Wie auch immer. Joa. Hier runter muss ich nämlich nie. Ja, und du, Graue, du musst einfach mal gucken, ob die Kisten wieder gefüllt sind oder ob es hinten halt immer eins leuchtet. Ja, ich weiß gleich. Ich Na? hoffe, ich aus meinen anderen Tisten kommen. So, und ich versuche jetzt hier unten durchzukommen. Um das nochmal abzuzapfen. Ah, ne, nehme ich natürlich nicht hier, damit die Fackel hier nie. So. So. Und dann gehe ich hier durch. Blöd. Nee, hier würde ich erst durchgehen. Nein! Das war jetzt doof. Jetzt sollten gleich, ich habe gerade irgendwas geerntet. Sagen wir es einfach so.
Also hinten scheint alles zu stimmen. Es leuchtet immer bloß der erste. Genau, so soll es ja auch sein. Die erste Reihe. No? Sozusagen. So. Jetzt sollte auch gleich Ernte kommen. Das könntest du auch noch gucken. Und was weißt du nicht? Das rechts. Ich glaube Kartoffeln und so. Brauchst ja bloß in den Trichter weiter vorne mal gucken gehen, ob da was langfließt nach einer Weile. Ja. So, hier muss erstmal wieder ein Repeater hin, damit ich das Ding wieder zumachen kann. Ach nee, das heißt ja Verstärker. Aber egal. Wir machen in der nächsten Folge erstmal weiter. Genau. Dann wird das schon. Bis dahin. Ciao. Jo, ciao.